Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 2.10.2020. Und der Quartalsauftakt, Monatsauftakt im Oktober ist vorbei. Große Spannung, große Action, viel Bewegung. Das haben wir definitiv nicht gesehen. Also, ja, Nase pupeln war ich angesagt, Langeweile. Da ging gar nicht viel. Der sollte oben raus schön starten, sollte sich oberhalb, ja, auch von 12.860 über den letzten Hoch dann hier durchaus durchwühlen können in die 49 rein, dort nochmal zurück und dann auch durchaus schon bis an den Kanal ran, hier ein drittes Mal einfach drüber schubsen. So weit, so gut, so war meine Erwartungshaltung, haben sie gesehen, hat er nicht gemacht. Unterhalb hat man gesagt, müsste halt einfach mal oder der, ja, hier 700, 680 einfach unten mal durchfallen, kam nicht, hat er nicht hingekriegt. Ist er einfach dran kleben geblieben. Das heißt, das können wir erstmal zumindest getrost weiter rüberrutschen. Jetzt könnte man sich hinstellen und sagen, ja, das war halt ultra schwach, was der DAX gemacht hat, ne? Er ist nicht weiter gestiegen. Aber es hat auch nicht gefallen halt, ne? Also, das ist echt, das ist halt einfach nur Range. Das ist einfach nur zur Seite geschiebe. Das ist nur blödes Rumgeschiebe. Und deswegen würde ich durchaus hier einfach alles so belassen, wie es ist. Auch wenn ich mitbekomme, dass manchen das nicht gut tut, dass wir den DAX oben raus analysieren und sie sich insbesondere beim Schauen der Analyse dann zu sehr auf den Long-Trichter locken lassen, behalten sie trotzdem immer wieder dabei, dass sie natürlich auch oben entsprechende Signale brauchen, genauso wie sie die unten brauchen halt. Und sind wir ehrlich, was ist denn das hier von der Formation? Das erkennt ein Blinder mit Krückstock halt, dass das eine Flagge ist. Also sich dann hinzustellen und zu so sagen, der Martin, der macht hier nur nach oben und er zeigt hier immer nur nach oben in der Analyse. Was soll ich denn tun halt? Ne? Es ist einfach eine Flagge. Und ganz formal betrachtet ist es so, Trend, dynamische Aufwärtsbewegung, Konsolidierung zur Seite, viele Farben wechseln hoch und hoch und hoch runter, löst auf in wieder starke Bewegung. So, jetzt gucken wir uns an, was er letzte Woche gemacht hat. Freitag bisschen nach unten angerissen, dann richtig hart nach hinten ausgekontert, über den kompletten Montag langgezogen und 4 Tage lang haben wir jetzt diesen Montag auskonsolidiert. Also, der ist noch nicht mal unter dem Tief von dem Montag drunter. Da muss man schon sagen, auch wenn das schwach wirkt und schwach aussieht, aber fällt halt nicht. Das heißt, er muss unten auch mal anfangen zu fallen, damit er hier weiter unten rauskommen kann, Richtung 640, 570 und alles, was da unten kommen kann, bis 470, 440. Da brauchen wir auch nicht lange um den heißen Brei rumquatschen, solange das nicht kommt. Punkt. Kommt's nicht halt, ne? Aber wir brauchen die Signale unten. Und solange die nicht kommen, wird immer wieder hochlaufen. So, und beim irgendwann plitzt er oben raus halt, ne? Wahrscheinlich am Freitag, wenn wieder keiner damit rechnet, hinten raus, irgendwie spät. Und insbesondere, also jetzt muss man eigentlich schon sagen, so über 800, 850 kriegt er schon seine Long-Signale, muss jetzt nicht mal mehr über die 860 drüber. 800, 850, das wäre jetzt hier so schon Bestätigung, deswegen würde ich es auch erstmal hier drin lassen, die Tendenz aufwärts. Und dann müsste man einplanen, dass nochmal so eine Bewegung kommt, wie wir sie Freitag, Montag gesehen haben. Es wäre sogar legitim, wenn er dafür noch ein neues Tief unter den Donnerstag setzt. Deswegen passen Sie da auf, wenn er die Tiefs stark hochkontert. Da muss man auch, wenn das vielleicht jetzt die letzten Mal nicht mal war, man muss bei sowas aufpassen. Wenn er die Tiefs hart auskontert, sind es genau die Situation. Dann suchen Sie sich oben einen Punkt, wo Sie sagen, okay, bis dahin und nicht weiter. Ne, im Premium-Dienst zum Beispiel hatten wir uns dann die 7,75 genommen. Da haben wir gesagt, okay, wenn er jetzt hart auskontert nach oben und über 7,75 drüber geht, dann rennt er durch. Hat er dann nicht gemacht, deswegen muss man jetzt noch ein weiteres Tief abwarten und köpft er das auch wieder krass nach oben, dann er kriegt dann irgendwann seine Chance und dann läuft er wahrscheinlich auch durch halt, ne? Oder er fällt uns mal nach unten raus, aber auf der Ebene und für eine Tagesanalyse, also für eine Analyse für den Freitag, müssen wir hier einfach hier die Signale abwarten. Gucken wir in den Tageschart. Sehen wir, rote Tageskerze sieht jetzt mal anders wieder aus, aber ist letztendlich auch noch Geschiebe auf dem Niveau. Interessant ist, dass wir weiter jetzt hier vom Pullback des Keilbruchs bis nach unten arbeiten, aber das ist so auch noch nicht so ein richtiges Signal. Es riecht ein bisschen danach, wie es könnte es ein kleiner Black Friday werden. Ich mahne trotzdem zur Vorsicht, einfach des Musters wegen hier. Das wäre nicht unüblich, wenn wir das gleiche wie letzte Woche Freitag sehen, vielleicht sogar ein bisschen verlagert mit höherem Tagesschluss als die Eröffnung war. Also da muss man wirklich aufpassen, wenn da harte Konterkerzen rein. Wenn der schwach fällt und er bleibt schwach und er macht immer nur flach zur Seite und fällt weiter, dann können Sie den shorten, bis er blutig ist. Also bis zum Abend hin ruhig dann durchziehen. Aber wenn der harte grüne Kerzen nach oben schlägt,
Ich würde mitgehen. Ja, so, damit kann ich Ihnen gar nicht mehr sagen. Es hat sich ja so viel nicht verändert. Können wir die Analyse hier zumachen? Wünsche Ihnen viel Erfolg für den Freitag, schon mal ein schönes Wochenende und dann hören wir uns einfach am Morgen wieder und gucken mal, wie er das aufgelöst bekommt. Ich fände es schön, wenn er vielleicht die Flagge dann komplett zerrupft und nach unten auflöst. Aber es muss er halt erst machen. Und solange er es nicht macht, ist es ein bullisches Trendfortsetzungsmuster. Und Trend wäre dann die Bewegung, Korrektur und nach oben halt. Das ist halt, das wäre mustergültig. Ne? Das wäre auch optional, aber hätte sogar, also statt hier muss man sagen, hat geringere Wahrscheinlichkeit unten raus. Tagesschart bringt da ein bisschen Wahrscheinlichkeit unten raus, aber das nicht. Gut, okay, alles klar. Ich mache hier aus, wünsche Ihnen viel Erfolg und wir hören uns am Sonntagabend wieder. Bis dahin, tschüss.